Graz TV, liebe Freunde des Art Depot in Innsbruck. Wir sitzen hier in der wunderbaren Halle des Ausstellungsraumes. Wenn ich so die Runde schaue, er ist enorm groß. Zurzeit findet eine interessante Ausstellung statt. Mein Gesprächspartner Christoph Waldhardt wird zu der Ausstellung etwas erzählen. Sie geht bis zum 13. März und ihr Titel ist Hoffnung und Scheiter und das Einhinden Scheitern in Klammer. Das sagt natürlich schon einiges aus und lässt viele Fragen offen. Aber wie gesagt, wir sitzen hier in einem wunderbaren Kunstraum, sehr großzügig am Platz. Man kann also Skulpturen und Bilder, großflächig, Großkulturen, wunderbar ausstellen. Wir haben auch ein wunderbares Licht hier, das verlangt die Kunst in den Raum drinnen. Und ich möchte gleich sagen, hinter der Kamera steht Birgit, mehr sage ich nicht dazu, und sie wird uns mit ihrer Kameraführung begleiten für die heutige Sendung. In der Ausstellung stellen aus Christoph Waldhardt und Johannes Vogel-Fernheim ein Maler. Kommen wir zu unserem Christoph. Ich darf Christoph sagen. Gerne. Ja. Also Christoph, du bist Bildhauer. Und vor uns liegen schon einige ganz interessante Objekte. Ich würde sagen, das heben wir uns noch einen Moment auf, aber wir sehen es schon über die Kamera, wir können uns schon ein bisschen was vorstellen, zumindest etwas ahnen. Aber zuerst möchte ich den Bildhauer Christoph ein bisschen fragen nach seiner, hätte ich mal gesagt, Frühgeschichte, soll die sein. Also er ist in Zams geboren, gebürtiger Zamser, lebt auch zurzeit im Oberland, in Binz, wie heißt das? Bianz. Bianz heißt das, richtig, also oberhalb von Landeck ist diese Ortschaft. Eine Ortschaft, habe ich gehört, mit ungefähr 800 Einwohnern. Da kennt jeder jeden. Dort, wo er zu Hause ist, da hat er einen wunderbaren Garten. Natürlich ein ebenso wunderbares Haus. Und sein Garten ist groß. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da von den Werken drinnen stehen. Und er lebt auch natürlich in einer wunderbaren Berglandschaft, in einer Naturumgebung. Und das scheint ihn enorm geprägt zu haben. Aber sagen wir mal, ich höre auf zu reden. Erzähl einfach einmal den Werdegang ein bisschen, vor allem, was uns interessiert. Wie hast du überhaupt zur Kunst in sehr jungen Jahren gefunden? Du hast mir schon erzählt, dein Vater war auch Künstler und so weiter. Also, was hat dich da so geprägt oder war es ein einzelnes Erlebnis, das dich da einfach wow hingeführt hat? Also erzähl das mal. Ja, es waren natürlich viele einzelne Lichtpunkte quasi in meinem Leben. Aber zur Bildhauerei habe ich schon in jungen Jahren, mit 6, 7 Jahren gefunden, als ich eben in der elterlichen Bildhauerwerkstätte die Materialien liegen gesehen habe und die Werkzeuge und natürlich auch Menschen, die das tun und vorführen eben. Und da packte mich eben die Leidenschaft, das auch zu tun. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel Fotos, wo ich schnitzend am Holz arbeite, rundherum die Katzen. Also das waren tiefgreifende Erlebnisse. Und schon im Kindergarten war es dann klar, was ich einmal werden wollte. Also früh schon, oder? Sehr früh. Okay. Die Zeichnerei, das Zeichnen und das Arbeiten mit Material im dreidimensionalen Bereich einfach so etwas Besonderes für mich war und ich es eigentlich tagtäglich auch gesehen habe und wollte mich natürlich stetig weiterentwickeln. Ja, also dann hat dich der Vater hingeführt irgendwie?
Nicht zwingend, das war also nicht so zwingend, ja, aber es war allein kompliziert. Ja. Also ein Leitbild. Und jetzt spricht man über die Väter. Wie war es mit der Mutter? Hat die Verständnis gehabt? Oder hat sie gesagt, boah, wir haben was gescheit? Weil bei mir ist es eben so, dass ich eigentlich aus zwei Genen vorbelastet bin. Ja. Also auch mütterlicherseits in Bildhauer, schon in der Familie und auch im speziell Holz, eben Holzbildhauer, Onkel ist Bildhauer und mein Großonkel war auch Bildhauer und ja, also von beiden Seiten war es eigentlich klar und das Normalste auf der Welt, dass man in dieser Richtung auch sich weiterentwickelt. Und also da kannst du gar nichts dafür. In einer gewissen Art und Weise schon, weil man kann natürlich immer aus solchen Ideen ausbrechen und ganz andere Wege beschreiben, die vielleicht auch irgendwie damit zu tun haben. Es gibt ja heutzutage viele Möglichkeiten. Also das Potenzial ist da, die Begabung, so ein Anführungszeichen ist da. Die Frage ist nur, ob man was daraus macht. Und du machst was daraus. Und wie man es macht. Ja, also irgendwo führt es am meisten hin. Du hast ja auch gesprochen vom Fluss, wenn du ein Holz bearbeitest, so wie es im Moment ist, da lässt du dich hintreiben, da weißt du manchmal gar nicht, was Wasser kommt, wenn du mit Schnitzeisen so weit fährst, weil Holz so unberechenbar ist. Ne? Sag ich das so richtig? Ja, einerseits unberechenbar und einerseits lässt sich mit Holz eben, lässt es sich gut arbeiten auch. Man kann Holz Formen aufzwingen natürlich auch, aber das Material zeigt einem dann immer wieder die Grenzen und wo dann wirklich das Material, die Ebene sich dann auch rächt, oder am Eingreifenden. Und das finde ich eben spannend, dass man einen Teil eben außer sich geben muss und nicht alles vorprogrammiert ist, besonders mit hygroskopischen Materialien wie Holz es ist, oder? Also, vielleicht müssen wir noch etwas sagen, bevor wir in Medias Res oder zur Sache kommen. Du bist verheiratet? Nein. Nicht? Okay. Das wollen die Leute wissen. Also, das wollen die Leute wissen. Das mag man immer von Künstlern einfach wissen. Also, okay. Verheiratet ist, wie ihr lebt. Kannst du von deiner Kunst leben? Ich könnte nicht ohne sie leben. Also, das ist elegant. Ist das auch mal in der Waffenliste? Nein, aber diese Frage wurde mir schon oft gestellt. Und ja, das interessiert die Leute. Gell? Ja, das interessiert die Leute, aber dann müsste man ja, vielleicht auch anders arbeiten noch. Also, okay, also, du hast eine Vision, du hast einen Traum. Aber also ich kann gut. Und den ziehst du einfach irgendwie durch. Du weißt nicht, wo er hinführt, vermute jetzt. Ja. Ich will eben meine Expressionen und meine Ausdrücke rausbringen, weil sonst wäre man ein Bildhauer unter vielen, sag ich mal so. Ja, gut, man soll ja nicht mit dem Bildhauer haben. Und so, man muss sich wirklich. Man sollte sich wohlfühlen mit den Sachen, die man in die Welt bringt auch. Und es sollte einen tieferen Sinn auch dahinter geben. Es kann nicht sein, also, dass man irgendeine Form dem Material aufzwingt und die dann herstellt und so als Hülle, eine schöne äußere Hülle, dann stehen hat. Und weil Kunst muss natürlich nicht immer schön sein, auch sie sollte Fragen aufwerfen und sie sollte zum Nachdenken anregen. Zum Diskurs anregen, auch zur Diskussion. Genau. Und ja. In der Zeit. Wir haben zwar keinen Wein da, aber trinken wir jetzt so Wasser. Also die haben nicht Wasser schon gut gehabt. Ich habe sicher auch gutes Wasser oben. Ganz was Wichtiges. Ja, ganz was Wichtiges. Du hast auf ein Hydra gesprochen. Ein Hydra. Ja. Hydrophiles Material, das Holz. Ja. Das ist zwar nicht mehr sehr Hydra. Ja. Wir rochen schon ein bisschen aus, aber wenn man Holz bearbeitet, dann ist es oft noch ein bisschen feucht. Ja. Aber jetzt zu deinem Werdegang, du hast da Wort angeschnitten, ich möchte es ein bisschen weiterführen auch. Es ist sicher nicht immer
Saarbrücken gegangen, in deiner Christkindstudie. Ich war immer gar nicht von Schule. Du hast eigentlich die Schule gemacht. Aus deiner Biografie, also kennt man das. Und, aber waren sicher einige Unebenheiten drinnen, wie es halt mit der Kunst selber an sich ist, wie es mit der Person des Künstlers ist. Und ist da einmal was passiert, was vielleicht sehr künstlerisch ein Unglück war und was ein Wunder, was da raus geworden ist? Vielleicht kannst du eine Anekdote einfach erzählen. Künstlerisches Unglück. Ja, was vielleicht ein Glück, also gleich einfach eine Anekdote, etwas Besonderes. Ja, es gibt natürlich immer wieder Ideen, von denen man glaubt, ja, sie können nicht lange bestehen oder so. Und dann entwickeln sie sich zu wahren, wirklich wie für einen selber auch wichtigen, ganz wichtigen Eckpunkten. Ja. Und die aber einen Beginn oder erste Erfahrungen mit dieser, genau mit dieser Struktur oder mit dieser Grundidee eben schon Jahre zurückliegen. Ja. Zum Beispiel, wenn wir auf die Arbeit, die ich hier ja im Artdepot zeige, mit den Holzscheiben. Ja, wir werden es einblenden nachher. Ja. Ja. Dann hat das tiefe Wurzeln in meiner Kindheit auch. Weil eben das Spalten von Holz und das Aufhalten im Wald und eben Holz in seinen vielen Erscheinungsformen auch, was mich immer schon sehr bewegt hat. Ja. Und dass man natürlich auch in diversen Schulen auch nicht verlernen kann, ja. Wie eben der intensive Umgang mit Material selbst ausschaut. Ja. Man lernt viel über Anatomie oder über Wappenkunde oder über Techniken, aber ganz selten wird einem eine Beziehung zum verwendeten Material eigentlich, das einen aber tagtäglich umgibt und das so wichtig ist. Oder? Ohne das Material könnte man seine Ideen oft schwer umsetzen oder man könnte sie durchdenken, ja? Man könnte sie verbalisieren, aber für den Betrachter wäre das dann ein relativ ungenaues Bild, oder? Der würde darin dann komplett vielleicht etwas anderes sehen und könnte sich nicht so präzise ausdrücken, oft, oder? Als es oft durch das Material möglich ist. Ja. Also zum Material kann man auch, aber ich möchte einen Begriff aufgreifen, den du jetzt gerade vorhin angeführt hast, einmal einen Schritt zurück. Und auch in deinen Texten steht es oft genug drinnen und auch diese Scheite. Diese gespaltenen Scheiter, die vermitteln das, Scheitern auch mit N, aber es kommt überall die Spaltung vor. Sehr viel an Spaltung ist in der Sprache auch drin. Und jetzt sage ich es mir ganz frech, und wenn es so ist, ist es keine Schande, vielleicht muss ein Künstler, nicht jeder, aber doch manche müssen so sein, eine etwas gespaltene Persönlichkeit, wenn du jetzt was angehst, ein Werk angehst, wird es nicht immer geradlinig sein, das hast du schon gesagt, manchmal geht es noch. Ne? Manchmal hast du mehrere Perspektiven in dir drin, von einem und demselben, und das wäre schon eine Spaltung, die da innen passiert auch. Nein, die Spaltung, also das ist mehr so die Grundbegriffe des skulpturalen Umgangs einfach. Dass es auf der einen Seite das Additive gibt und auf der anderen Seite das Subtraktive. Okay. Man kann eine Skulptur aus zum Beispiel einem Baumstamm bauen, schneiden, schnitzen und die Abnahme des Materials erfolgt dann subtraktiv. Und das ist gänzlich eine andere Herangehensweise als additiv wieder etwas aufzubauen, oder?
Ja, aber was musst du für ein Mensch sein, dass dir das gelingt? Was musst du für ein Mensch sein, ja, dass dir nachher das gelingt, dass du dort hinkommst, was du letztlich auch hin willst? Mhm. Das wäre das Interessante jetzt an uns auch. Also, wie ist da dein inneres Befinden? Wie ist da dein, bist du manchmal vielleicht ein Vulkan? Weil du schreibst ja da, steht da drinnen, also erstens einmal bipolar. Bipolar. Du hast zwei Polen drinnen, auch wieder die Spaltung. Bipolar, gell? Die sich auch vereint natürlich. Und dann schreibst du auch von totaler Erschöpfung. Also das, was ich immer mache, das künstlerische Arbeit ist, also für mich auf jeden Fall, also auch im Denken, allein im Denken, nicht nur jetzt auf das Arbeiten bezogen, sondern auch auf das Denken, dass einem beim Durchdenken einer künstlerischen Idee oft eben schon bis zur körperlichen Erschöpfung ausgebrannt. Und eben gerade bei einem Scheiterprojekt eben die innige Beziehung wieder mit dem Spaltprozess sehen. Mhm. Ich hätte es ja auch schneiden können, ja, mit der Motorsäge. Ja. Aber das war mir zu wenig Umgang mit dem, zu wenig Beziehung zum Material. Ja. Du willst den kurzen Weg du und Material und wieder Maschine zwischen. Genau, ja. Und eben auch das Unvorhersehbare. Also kommt das vor? Das kommt jetzt wieder in. Dass du irgendwo hinkommst, wo du es gar nicht gedacht hast, dass du ja geplant hast. Oder dass es wirklich wieder eine Grenze gibt, auch während des Spaltens. Ich musste dann einsehen, es geht nicht weit, ich muss es lassen. Oder? Es also steht manchmal auch ein Chaos am Ende. Oft gibt es auch ein Chaos. Ja. Ein Chaos. Ja, das ist interessant. Also das würde ich sagen, also, aber wenn wir schon von Ordnung, Chaos, Bipolarität und so weiter reden, kann man so Materialien, wir haben schon von Holz gesprochen, also ich weiß, du arbeitest mit Holz, du arbeitest mit Stein, Metalle auch. Metalle arbeite ich auch, zum Beispiel die Abgüsse, die man auch da sehen kann. Das habe ich mein Telefonat gehört vorhin. Ja, da habe ich mit meinem Bronze-Gießer gesprochen. Ja. Aber Plastik und so, Kunststoff und. Kunststoff eher wenig, aber ja, natürlich, wenn es oft passt, bei gewissen Arbeiten ja auch Kunststoff eingearbeitet. Ja. Okay. Also je nach Verwendungszweck auch wird immer das idealste Material ausgewählt, obwohl Holz und Stein meine Lieblinge natürlich sind auch, und zu denen ich auch am meisten Draht dazu finde und diese zwei Materialien auch am besten verstehe. Darum glaube ich, nehme ich sie auch am liebsten her, weil ich dadurch authentisch meine Ideen weitergeben kann. Also, als Besuch ist etwas provokant, die Maler werden mit Kreuzen. Also, die Malerei ist eine weiche Kunst. Warum ist sie weich? Die Arbeit mit Farbe. Ich sage gleich, weicher. Und du arbeitest mit harten Materialien. Holz ist immer härter, Stein ist noch härter. Wenn du mit reinarbeitest, wie Chemie ist auch hart. Das heißt also, ich bin mir nicht ganz klar, dass du arbeitest mit hartem Material. Was gibt dir das? Ist ein riesiges Hindernis, wenn etwas hart ist und zugleich wie Holz auch unkontrollierbar. Stein kann ich auch springen. Da kann man nicht mehr nacharbeiten bei einem Stein, wenn es so ist. Bei Malerei kann ich eine Schicht drüberlegen, wenn es ist. Und was sagt jetzt die Härte dieses Material? Du scheinst selber ganz ein feiner Mensch zu sein. Wie geht es wieder ausgerechnet? Gott, ich möchte nicht anders leben. Aber zu dir das Gegenstück, die Härte deines Werkstoffes. Ja, da muss ich entgegnen. Also Holz ist für mich überhaupt nicht hart. Zum Beispiel die Zirbe, die vor uns liegt, ja, die könnten wir mit unseren Fingernagel bearbeiten. So weich ist das Holz. Mach mal eine Probe. Mach mal eine Probe, ja.
Jetzt habe ich Welt von mit der Phase. Mit der Phase, Peter, geht es leicht. Entschuldigung. Nein, mit der Phase würde man gleich jetzt nur recht drücken. Und zur Farbe, also harte Materialien faszinieren mich in der Hinsicht, dass man wirklich scharfe, markante Linien und Strukturen eben besser halten kann als in weichen Materialien und eben die Lichtschattenreflexionen besser zutage treten als bei weichen oder viel präziser wirken, so muss man das sagen. Und zur Farbe möchte ich sagen, lange habe ich mich von der Farbe abgewandt, aber es kommt jetzt immer mehr die Zeit, wo ich eben mehr mit Farbe arbeiten will. Am Objekt. Farbenobjekt. Nicht unbedingt am Objekt. Ich will schon seit längerer Zeit auch mich malerisch betätigen, aber das dauert jetzt noch eine Zeit, bis es dann wirklich vielleicht so raussprudeln kann, aber ich will auch einmal diese Welt verstehen, können, erleben, eintauchen können, erfahren wollen, weil es jedoch einige Bezugspunkte gibt zwischen diesen Gattungen, aber natürlich ganz verschiedene Welten sind da. Ja, das ist wahr. Also man hat die Dimensionalität im Körperhaften und es sind immer noch zwei Dimensionen, obwohl nur der Malerei auch dreidimensional und mehr darstellen kann. Ja. Also, aber bei dir kommt immer wieder ein Begriff durch Naturbezogenheit. Also ein ganz interessantes Wort. Das heißt auch die Naturbezogenheit eben zum Werkstoff. Noch sind wir bei den Skulpturen. Und Holz wie Stein ist lebendig. Für dich ist Holz lebendiger als der Stein, das weiß ich. Ja, lebendiger jetzt auch nicht so in der Hinsicht, aber einfach wärmer und wohliger. Ja. Okay. Ja. Ja. Und also die Unberechenbarkeit, die werde ich gewaltig fordern. Zum Fördern natürlich. Und also, er sagt uns etwas über die Magie deines Werkstoffes. Jetzt fasse ich zusammen, was könnte mal Magie überhaupt sein? Das ist ein sehr schwammiger Begriff. Vieles nennt sich magisch. Und wissen wir auch, für was wir reden manchmal. Ja. Also, Holz, Lebendigkeit, Wärme. Auch wenn Holz schon gestrichen ist es lebendig. Es arbeitet. Ein Stein arbeitet nicht mehr. Im Kopf, im Herz, in der Seele. Aber er steht da ziemlich da, wenn er mal Stein ist. Gell? Aber Holz, das erleben wir da drinnen. Wir waren ja vor 14 Tagen so etwas da. Mittlerweile fängt sich das zu spalten an. Anders, Holz ist sehr, sehr lebendig. Holz hat eine Faser, wie du gesagt hast. Das heißt also, es durchzieht immer nur Lebensadern, auch das schöne Patotteholz. Und wenn du es bearbeitest, dann weißt du eigentlich nicht, wo springt es, wo führt diese Faser hin. Und liegt darin die Magie, das Rätselhafte, dieses manchmal sogar Unverstehbare in dem Stoff drinnen, dass er nicht vorherberechenbar ist, dass es vielleicht fast so religiös ist, weil man macht nicht umsonst Kruzifixe aus Holz. Man hängt sich quasi in einem Zimmer auf, was aus Stein, aus Plastik mache, ja, weil die richtigen aus Holz. Also, was sagt jetzt an dieser Stoff Holz so über das hinaus, was wir schon gesprochen haben? Vielleicht fällt dir was ein. Ja, also bei mir zu Hause stehen Hölzer in allen Dimensionen. Jahrelang umher, bis sie dann wirklich für einen Zweck verwendet werden. Und ich sammle auch leidenschaftlich überall Hölzer und eben Teil aus der Stadt, also aus dem Land, stammen diese Bäume und die haben natürlich auch alle eine Geschichte zu erzählen. Teils weiß ich die Geschichte, teils versuche ich, sie zu
interpretieren und nachzuempfinden, indem dass ich einfach diese Hölzer lange genug beobachte, auch wie sie sich verhalten im Wandel der Zeit. Und aber es muss natürlich auch nicht immer Holz sein oder Stein sein. Ja. Denn auch schon, wenn man jetzt zurückgeht, diese Werke beginnen ja alle mit einer Idee und dann weiter mit einer Zeichnung. Und auch die Zeichnungen sind oft stärker als das Schlussresultat, oder? Die Idee ist schon sehr stark. Und aber natürlich, die Umsetzung in dreidimensional, das ist dann immer etwas Besonderes. Ja? Jetzt tust du doch, du schaust jünger aus, als du bist wahrscheinlich. Ne? Also das heißt, das hat bis schon lange in deiner Kunst. Ne? Also in deiner Kunst tätig, eine riesen Entwicklung hinter dir, vermute ich, schon eben die entsprechende Erfahrung auch. Und wenn du jetzt eine Vorausschau machst, in Zukunft kann man nie vorausberechnen. Meistens kommt es anders, als man denkt. Das ist ein Spruch bei euch im Oberland, wie im Unterland ganz auch. Gell? Und also, wo glaubst du, wo es dich hinführen wird? Aber ich glaube, da kann man keine Antwort geben. Gell? Ja, also, vielleicht doch ein Satz. Solche Vorausschauen sind immer schwierig. Will mich natürlich noch intensiver mit der Kunst beschäftigen und eventuell eben einen Auslandsaufenthalt tätigen und vielleicht mehr in Stein auch, ja. So etwas ist auf jeden Fall geplant. Okay. Einmal vor Ort eben die Materialitäten auszuforschen und eben über längere Zeit vielleicht an einem Projekt zu arbeiten. Und ja, und sonst weiter kultivieren wie bisher und ja. Neue Ideen sind schon im Kopf und die schwirren herum und sollten möglichst bald umgesetzt werden auch. Ja. Und, ja. Also, da kann man keine Prognose machen, gell? Das geht einfach nicht. Also, eine Prognose vielleicht schon noch, aber dann mehr nicht. Aber ich kann die nicht entlassen. Du hast gesagt, also, du hast was. Neue Sachen im Kopf, ja. Über ungelegte Eier. Ja. Man hat den sagt man, gerade den Bären legt man ja, muss man Zeit erleben, bevor man das Fell hat. Auch. Also sag es doch, du hast sicher eine Wahnsinnsidee hier drin. Eine Wahnsinnsidee, wo du uns heute sagen kannst, also, ob es jetzt kommt oder nicht kommt, wie auch immer, ne, dass die einfach so anspringt und die sind loslässt und sagst, das mache ich jetzt irgendwann nochmal, und wenn es in 20 Jahren ist. Was wäre so eine Idee? Ja, also die besondere Idee, ja, die du jetzt wissen willst, die kann ich leider nicht verraten. Also, okay. Ich kann so viel verraten, ja. Dass diese Idee ein weiteres Projekt ist, eben das eben eine weitere Phase eines früheren Projektes auch ist. Und eben dieser Idee mit den verschiedenen Herangehensweisen, Skulptur, ob eben additiv oder subtraktiv, bei dieser Idee will ich eben weiterarbeiten. Okay. Und es gibt eh einiges im Netz zu diesem. Und diese Arbeiten werden dann sicher bei der nächsten Ausstellung oder so zu besichtigen sein. Ja, da kann man es nicht sagen. Obwohl in nächster Zeit jetzt eben ja, einige weitere Projekte. Da kommen wir schon darauf hin, also was ist in nächster Zeit an Ausstellung, wo sehen wir die, was haben wir zu erfahren und wo können wir vor allem mal richtig Kritik kriegen, heute sind wir dann dran, aber wo dürfen wir die Sachen nachher anschauen und uns sozusagen ein Bild davon machen, von
weitergehen. Also ganz fixiert ist jetzt noch nichts, ja, in nächster Zeit. Ja. Ich habe jetzt eben nur einige Auftragsarbeiten. Ja, ja. Und zu setzen, der ist ja ganz was Besonderes. Ja, ja. Und dann eben wieder mehr um diese neuen Ideen kümmern. Okay. Und das dauert dann alles ein bisschen, ja, diese geplante Auslandsaufenthalt. Ja, ja, ja. Aber. Ja, darf man die mal in der Werkstätte besuchen? In der Werkstätte? Ein Werkstättengespräch machen. Das könnte man auch irgendwann noch. Manche wollen es nicht, gell? Wenn, dann einmal, wenn ich mal bei den Arbeiten dann wieder drin bin. Ja, ja, dann meldest du dich einfach, ne? Gell? Eventuell, ja. Ja, eben. Ich habe ja mein freies Atelier draußen im Garten. Ja, überhaupt, wenn ich mit Stein arbeite. Ja, weil nachher haben wir die in Action. Eben, das wäre wieder ganz eine ganz andere Atmosphäre. Ja, auch in einer Herangehensweise von der Seite, nicht von der Seite. Ja, nein, also, ich muss sagen, hochinteressant. Geil, also den Werdegang, deine Sicht, deine Weisen, dein Erleben. Und es klingt auch schon eine gewisse Weisheit heraus aus deiner Arbeit. Deine Ruhigkeit und Gesetztheit, aber das hast du, glaube ich, überhaupt in dir als Mensch. Holzleute sind einfach ruhiger. Das begegnen wir immer wieder, dass sie einfach ausgeglichener sind. Die Steinarbeiter, die klopfen, wenn man hirtlich denkt und so weiter. Das sind manchmal laute Leute, aber Holz ist schon so ruhig. Ja, also ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wenn du den Zusehern noch was sagen möchtest, dann kannst du es ruhig sagen. Also, das ist, ja, irgendwann, das hätten wir zum Schluss nämlich aufsetzen. Also, nein, jetzt sind wir fast am Schluss. Also, das habe ich mir ganz bewusst aufgekriegt. Wir haben es gemeinsam alle drei hingestellt. Also, Skulptur von dir, Holz, Metall, das Protest. Gehört auch dazu, man vergisst immer, wo es steht eigentlich. Gell? Und dann kannst du jetzt wirklich einmal deine Interpretation, die Sicht auf das Werk, weil es ist jetzt halt in dir entstanden. Wenn du uns dort sagst, ich gehe ein bisschen zurück, gell? Mhm. Geht das so? Ja, dann sag uns das, was jetzt da wirklich. Ja, also die Arbeit trägt den Titel Verbindung. Verbindung, ja. Verbindung von zwei Menschen, die hier in zwei Würfeln umgesetzt sind. Das sind zwei Menschen. Zwei Menschen, ja. Ja. Soll ich dir stehen für zwei Menschen? Du musst sagen, wie es kommt, ne? Geht gut so. Und die sich eben zueinander verbinden mit dieser zähflüssigen Masse, die an einer Stelle eben so einen Knickrauch findet. Und eben der untere Würfel, der die maximale Beziehung zur Erde gefunden hat und dadurch auch das Gleichgewicht der ganzen Skulptur eben ausgleicht. Fundamentisch auch, oder? Fundament auch sein kann. Okay. Der obere Teil, der verspielte Teil, der sich eben verdreht hat aus der Idealachse und ja, aber doch dieses Band zwischen diesen zwei Würfeln da ist und das sehr stark. Also, wenn jetzt deine Worte aufgreife, ja, so wie ich es von dir aus verstehe, also, das ist ein Fluss, irgendwas fließt zwischen oben und unten, zwischen Fundament und Himmel vielleicht, oben. Und wie es im Leben ist, auch ein Knick drin. Wir haben alle unseren Knick. Sind wir froh, wenn wir lernen haben. Und kann es sein, dass das da so irgendwie gemeint hast? Ja, also der schmale Punkt, der schmale Grat, ja. Eben wirklich so eine Schlüsselstelle. Flaschenhalsbalg sein kann, bewusst halt über. Aber die Hoffnung,
die Hoffnung steht wieder zuletzt. Es geht wieder auseinander, es geht wieder so nicht oft, ja. Ja. Und warum diese Laue? Darf ich es antreffen? Ja. Ich bin ein sinnlicher Mensch. Muss man sagen, antreffen. Ja. Also diese raue Oberfläche, diese Amorphität des Lebens vielleicht, oder wie auch immer. Ja, man taucht ja eben, dass das nächste das steinige ja. Weg, und ja. Das Wechselspiel der Oberflächen zwischen glatt und rau. Und ja, und hier spielen auch die natürlichen Farben der Hölzer auch mit. Also es ist nicht so, dass Holz immer farblos ist. Das also das ist auch Holz? Das ist auch Holz. Ach, Holz. Ja, Wände. Wird fast wie gegossen. Ja, Wände. Mhm. Und Ahorn. Ja. Okay. Ja. Also ein Tropenholz oder ein heimisches Holz. Ja, also das kann man im Artibau wunderbar sich anschauen. Im Original, sozusagen auf du und du mit deiner Kunst. Da bist du ja durchgegangen. Da hat man den Künstler gehabt vis-à-vis. Man kann ihm alles sagen. Er hört es doch nicht. Und also gehen wir ruhig die Meinungen ab nachher. Bei Kunst ist Diskurs, wie du gesagt hast, ist Diskussion, Auseinandersetzung, alles in einer höflichen Art natürlich, wie es uns entspricht, immer und meistens. Und jetzt zum Schluss eben noch, möchte ich den Zusehern eben etwas sagen? Ja, es war total eine feine Diskussion da. Und die ich vielleicht zu weiteren Gesprächen anregen sollte. Ja. Und ich lade alle Zuhörer, Zuschauer ein, unsere Ausstellung beim Artibau noch bis 13. Ja. Dritten ja. Zu besichtigen. Ja, auch unsere Kameravorausstellung, die sich da hinten so schamhaft versteckt. Und ja. Und also herzlichen Dank auch an dich für die Kameraführung. Gerne. Ich danke dir recht herzlich, dass du Zeit genommen hast, dass wir sprechen haben können, weil sie doch machen, es ist sehr intim, wenn man so spricht. Weil man erzählt ja auch etwas von seiner Seele dabei und nicht nur vom Herzen, vom Verstand. Und ich glaube also, wenn man jetzt deine Arbeiten anschaut, also sieht man sie zumindest etwas anders auch. Ne? Wir haben reich gewonnen dadurch. Und wir haben vielleicht von deinem inneren Universum etwas in uns und stellen deine Werke in das Universum, das uns du jetzt vermittelt hast, mit Materialien, mit Werden, mit Leiden natürlich auch und Werdegang und alles, was so scheinbar zur Kunst dazugehört. Also herzlichen Dank, Christian. Danke. Ja. Und damit verabschieden wir uns schon wieder aus dem Art Depot. Bitte nicht vergessen, jetzt sagen wir das dritte Mal, bis zum 13. März läuft die Ausstellung Bilder und Skulpturen in einem wunderbaren Raum. Ihr seht es selber, sehr großzügig, sehr hell. Man kann sich da drinnen wunderbar bewegen, hat nicht nur Luft zum Atmen, hat auch Luft für den Geist, um die Werke aufnehmen zu können. Herzlichen Dank und bis zum nächsten spannenden Gespräch.